Ousmane Dembélé steht beim FC Barcelona auf der Abschussliste. Medienberichten zufolge sind die Katalanen mit den Leistungen und der Einstellung des 21-Jährigen nicht zufrieden und wollen Dembélé bei einem entsprechenden Angebot bereits im Januar wieder loswerden. Und da kommt Jürgen Klopp ins Spiel. Der Manager des FC Liverpool will laut Mundo Deportivo den ehemaligen Dortmunder an die Anfield Road locken. Bereits vor Dembélés Wechsel nach Barcelona soll sich der ehemalige BVB-Trainer um den Offensivmann bemüht haben. Einen Nachfolger für Dembélé hat Barca laut der spanischen Marca auch schon parat. Und der kommt aus der Bundesliga und heißt Timo Werner. Der Stürmer von RB Leipzig hat schon in der vergangenen Saison den Wunsch geäußert, mal bei einem ganz großen Verein spielen zu wollen. Günstig dürfte er für den FC Barcelona dennoch nicht werden. Der portugiesische Nationalspieler Nani wäre 2007 beinahe beim FC Bayern gelandet. Wie der heute 31-Jährige in einem Interview mit der Bild bestätigte, war der deutsche Rekordmeister drauf und dran, den Flügelspieler zu verpflichten. Stattdessen wechselte er zu Manchester United und die Bayern holten Franck Ribéry. Das Engagement von Antonio Conte bei Real Madrid scheiterte wohl an den überhöhten Vorstellungen des Italieners. Das erklärte der ehemalige Realpräsident Ramon Calderon. Er wollte einen 3-Jahres-Vertrag, 5 Leute mitbringen und freie Hand bei Transfers, sagte Calderon. Forderungen, die Reals aktueller Präsident Florentino Pérez niemals akzeptieren werde.